Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich befinde mich hier am Ausgang der Surfwellenhöhle. Wie das Ding richtig heißt, das blende ich euch unten ein. Es ist mitten in Rumänien, am Nordhang der Südkarpaten, ganz in der Nähe von Hunedoara, Eisenstadt und Deva. Hier bin ich auch schon an der tiefsten Stelle, die man warten muss, denn man muss durch das ganze Ding durch den Bach laufen, der sich hier im Laufe der Jahrtausende eingefressen hat, ins Kalkgestein. Und ja, gehen wir mal in die andere Richtung, weil das Wasser ist sehr, sehr kalt. Dies ist ein weiteres spektakuläres Phänomen der Karstlandschaft hier. Und zwar Wasser und Kalk, aus dem das Gestein hier besteht, verträgt sich nicht wirklich. Das Wasser löst den Kalk mit der Zeit auf. Und genau das ist hier passiert. Der Bach muss in einer scharfen Linkskurve an einem 30 Meter hohen Felsvorsprung vorbei und hat sich dabei immer weiter in den Kalkstein eingegraben. Und zwar war das so hier am Anfang wohl, war das oben geschlossen. Das Wasser hat sich in Weg durch den Kalk durchgewählt und die Decke ist dann irgendwann eingestürzt, so wie in einer der letzten Folgen bei der Naturbrücke, wo ich war. Danach hat sich dann das Wasser im Laufe der Jahrtausende, Jahrmillionen immer weiter in den Kalk eingefräst, eingeschnitten und diese wunderbar geformten Kalkwände hinterlassen, die relativ glatt sind sogar, bis auf ein paar Luckholes nenne ich die, ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißen, wo sich Steine immer schnell gedreht haben in der Strömung und dadurch kleine Gruben ausgebuddelt haben oder ausgeschabt haben, besser gesagt. An diesen Stellen ist es nämlich so, dass sich Steine im Laufe der Jahrtausende in der Strömung des Baches immer hier rumgedreht haben und das ganze Loch so ausgeschabt haben. Bei meinen ganzen Recherchen im Internet habe ich gelesen, dass das ein relativ wenig bekanntes Naturphänomen ist und wenig Leute hierher kommen. Das kann ich aber so nicht bestätigen, denn ich war gestern schon da und wollte euch das Ganze eigentlich bei Sonneneinstrahlung zeigen. Die Sonne kommt hier so um 10 Uhr, 11 Uhr ums Eck und leuchtet das Ganze wunderschön aus. Aber damit kommen dann auch die Touristen, zumindest im Hochsommer. Und hier geht es zu wie im Taubenschlag. Leute kommen, Leute gehen ohne Ende. Darum habe ich mir heute früh die Zeit genommen, bin um 7 Uhr schon hierher gekommen, damit ich in Ruhe drehen kann und euch das zeigen kann. Wenn ihr das Ganze besucht, dann solltet ihr auch Schuhe anziehen oder irgendwelche Badeschlappen, denn leider ist auch dieses Naturphänomen Rumänien typisch nicht von den Segnungen der Moderne ausgenommen. Auch hier können sich Glasscherben im Bach befinden oder irgendwelche Bierdosendeckel oder sowas. Also Schuhe anziehen, wenn ihr das besucht. Ansonsten die Wadtiefe hier meistens so, man bleibt den kompletten Weg, sind 300, 350 Meter im Bach, der sehr kalt ist, aber wie gesagt, meistens so tief, das kann man gut auch mit Kindern besuchen. Nur hinten, wo es rausgeht aus der Schlucht, da war das Wasser bei mir wadentief.
Wie das für Rumänien typisch ist, ist das hier ziemlich allein auf weiter Flur. Wenn ihr das besuchen wollt, ist nicht viel anderes in der Nähe. Irgendwo da hinten, 500 Meter, gibt es noch eine Höhle, die man besuchen kann. Und das ist wohl die einzige Höhle in Rumänien, die man komplett durchwandern kann. Aber ich bin nicht so der Höhlenmensch. Ansonsten gibt es hier nicht viel drumherum, was man anschauen kann, was interessant ist. Also wenn man das sehen will, muss man schon 1,5 Stunden Fahrt in Kauf nehmen, wenn man gerade in Eisenstadt ist. Aber darum besuche ich das ja für euch, dann müsst ihr das nicht machen. Der Zugang hier ist, naja, abenteuerlich. Also auf kleine Kinder solltet ihr sehr aufpassen. Ihr seht, ihr lauft da drüben an dem Ufer und geht dann vorne das kurze Stück runter. Sehr beruhigend, die ganze Konstruktion. I can't believe I'm doing this. Es gab mal eine Zeit bei YouTube, in der es ausgereicht hat, Menschen mit guten Videos zu begeistern, um den Kanal zu schauen. Heute muss man nur noch den Algorithmus begeistern. Also wenn ihr dem Kanal was Gutes tun wollt, klickt auf den Abo-Knopf, gebt dem Video ein Like und schreibt was in die Kommentare. Ein Hoch dem Algorithmus!